Wolltet ihr auch schon immer mal so extrem coole Skills drauf haben oder so unglaublich heftig aufs Tor schießen können? Dann holt euch jetzt das FC Hansus Auswärtstrikot diesen Freitag ab 18 Uhr. Schlagt schnell zu, denn das gibt's nur bis Sonntag und dann nie wieder. Servus oder so und willkommen bei einem der Top-Favoriten auf den Europa-League-Titel. Ich würde schon behaupten, mit der Mannschaft ist der FC Hansus das. Wir sind mittlerweile auch schon im Viertelfinale angekommen und treffen da jetzt auf den FC Everton. Das Rückspiel dann wird natürlich selbst gezockt. Das hat die Abstimmung so entschieden. Heißt aber auch, dass das Hinspiel jetzt simuliert wird. Gemeinsam finden wir jetzt die Ausgangslage für das Rückspiel heraus und wir verlieren tatsächlich. Mit 1:0 Armstrong trifft für Everton und das macht das Rückspiel jetzt nur noch spannender. Nächster Gegner ist Hoffenheim in der Liga. Eigentlich sollte ich da fast schon Spieler schonen, damit die dann fürs Rückspiel fit sind. Andererseits, das sind 3 Tage dazwischen und ich kann halt auch niemanden schonen, weil wir Erster sind in der Liga und eigentlich Meister werden wollen. Ihr merkt, es geht direkt ganz dramatisch zu. Und es geht gleich weiter mit der Dramatik. Vorher darf ich aber endlich über was verdammt Cooles sprechen. Und ist ja vielleicht aufgefallen, dass ich dieses Trikot zurzeit jetzt immer in den FC Hansus Folgen anhatte. Und ab heute 18 Uhr könnt ihr das wunderschöne Teil jetzt für euch selbst kaufen. So eine sehr ähnliche Aktion hatten wir ja letztes Jahr schon mal. Da war es das Heimtrikot und dieses Mal ist es dann das offizielle FC Hansus Auswärtstrikot. Wir haben uns beim Design auch extra nochmal Mühe gegeben. Das Logo ist jetzt in der Mitte. Das finde ich sieht ganz nice aus. Hier unten gibt es so einen Farbverlauf mit ein paar türkisen Punkten. Ihr könnt euch natürlich auch selbst wieder den Trikotnamen hinten drauf packen. Ich weiß, man sieht es jetzt gerade nicht so richtig perfekt bei mir, aber ich blende euch hoffentlich gerade währenddessen so ein paar Bilder ein. Da könnt ihr sehen, wie das Trikot genau aussieht. Der Preis des Trikots liegt bei 60 Euro. Ich weiß, das ist relativ viel, aber wir wollten halt auch immer noch eine beachtliche Summe spenden, denn pro Trikot werden 15 Euro direkt gespendet, denn die Zusammenarbeit mit Trikots ohne Grenzen ist mal wieder am Start. Das ist eine sehr coole gemeinnützige Organisation, an die geht das Geld und die geben das dann weiter an andere Organisationen. Ich verlinke euch deren Website auf alle Fälle mal unten, da könnt ihr nachschauen, wohin das Geld aktuell so geht. Vom Stoff her, das ist ein richtiges Fußballtrikot halt. Ihr könnt euch komplett individualisiert den Namen hinten drauf packen. Also ihr könnt natürlich euren eigenen Namen machen, aber ihr könnt euch zum Beispiel jetzt auch Mensch aus der Karriere, Koch aus der Karriere, Branko, so die ganzen Legenden, Alvarez, wen auch immer ihr wollt, könnt euch da hinten drauf packen und habt ihr einfach von dem Spieler das Trikot. Also finde ich, ist schon eine richtig, richtig nice Sache. Um das Trikot zu kaufen, geht ihr heute einfach ab 18 Uhr auf hansusshop.de. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung nochmal drin. Der Shop wird bis Sonntag 18 Uhr online sein. Wichtig ist noch, die Lieferzeit, die liegt so bei 4 bis 5 Wochen. Also es wird auf alle Fälle erst nach Weihnachten bei euch ankommen. Liegt daran, weil wir es halt individualisiert haben wollen, dass jeder den Namen selbst hinten drauf aussuchen kann. Und deshalb können wir das nicht vorproduzieren lassen. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, es wird komplett in Europa produziert. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare rein, antworte ich gerne drauf. Ich hoffe, ihr feiert es ähnlich so wie ich. Der Nelo hier fühlt es auf alle Fälle auch komplett, wie ihr seht. Jetzt aber FC Hansus gegen Hoffenheim. Wir sind klarer Favorit, wollen natürlich gewinnen. Es wäre auch wichtig für Selbstvertrauen vor dem Europa League Rückspiel. Wir verlieren einfach mit 3:1 gegen die. Zum Glück patzen die hinter uns auf. Wir behalten die Tabellenführung also erstmal noch. Und jetzt kommt eben genau das Europa League Viertelfinal Rückspiel gegen Everton. Ihr kennt alle die Ausgangslage. Das Hinspiel haben wir zu Hause mit 1:0 verloren. Wir müssen ja also in jedem Fall gewinnen, um mal mindestens in eine Verlängerung einzuziehen. Ich werde mich so dermaßen konzentrieren, dass das klappt. Goretzka spielt nicht von Anfang an bei Everton, aber die haben auch so richtig viele richtig gute Leute. Für uns gilt aber genau das Gleiche. Alle sind fit, alle sind mit dabei. Wir starten offensiv und gehen direkt aus 1:0. Ein frühes Tor wäre natürlich absolut perfekt. Der kommt wunderbar auf Koch, der nimmt ihn direkt. Und da ist auch schon das 1:0 in der 9. Spielminute. Ursprünglich wollte ich den annehmen, dann habe ich mir kurzfristig anders überlegt. Am Ende sieht der Keeper von Everton gar nicht gut aus. Aber alles wurscht, es steht 1:0 für den FC Hansus und damit ist wieder alles ausgeglichen. Und wir gehen natürlich direkt aufs nächste Tor. Yilmaz passt den rein. Und es muss doch eigentlich das 2:0 sein, Ludwig. Everton muss sich erstmal schütteln. Die kommen schon immer wieder nach vorne. Haben viel den Ball, aber wirklich gefährlich werden sie dabei halt nicht. Jetzt der Ballverlust von Kosunu.
Mann, ich hätte nicht das Kommentieren anfangen sollen. Kaum geht einmal die Konzentration nur ein bisschen verloren, schon gibt's direkt den Fehler, das Pressing von Everton und es steht wieder 1-1. Also was heißt wieder, aber ihr wisst schon, was ich damit meine. Insgesamt liegt Everton halt jetzt wieder vorne, aber mit nur einem Tor. Das ist definitiv sowas von machbar. Ja, das dachte ich zumindest. Aber dann kommt natürlich mal wieder das übliche Fernschusstor des Computers. Machen sie nicht schlecht, aber am Ende zieht er da mit dem linken Fuß ab. Ich finde, der war nicht mal stark geschossen, aber halt sehr platziert. Und jetzt steht es 2-1 für Everton. Wir brauchen 2 Tore hier. Es sieht nicht wirklich gut aus für den FC Hansus. Und noch dazu steht Everton halt mit allem hinten drin, was sie haben. Sich dadurch zu kombinieren ist schon extrem schwierig. Koch muss den reinschießen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 69. Minute. Branko bringt die Ecke. Wir kommen nicht an den Ball richtig ran. Yilmaz nochmal raus für Branko. Der mit dem Pass in die Mitte. Ich versuch's zumindest. Also viele Angriffe bekommen wir hier mit Sicherheit nicht mehr. Yilmaz? Wo zur Hölle flankt er den denn hin? Aber Hauptsache, wir bleiben in Ballbesitz. Es läuft halt jetzt schon die 84. Minute und wir brauchen 2 Tore. Branko zu Ludwig. Branko natürlich, aber mittlerweile, ich stehe natürlich auf sehr offensiv, aber es sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Als könnten wir hier noch ein Tor erzielen und das war's leider mit unserer Europa League Reise. Ist schon sehr, sehr traurig alles, Mann. Die Europa League ist und bleibt der am schwierigsten zu gewinnende Wettbewerb im Karrieremodus. Ich hatte halt auch echt überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir rausfliegen. Vor allem, weil ich schon so einschätze, dass unsere Mannschaft auf alle Fälle besser ist als die von Everton. Ihr seht's ja selbst, aber dann verlierst du trotzdem in der Simulation mit 1-0 und dann wird es halt ganz, ganz schwierig im Rückspiel. Damit bleibt uns jetzt nur noch Liga und Pokal, aber wir sollten uns auf keinen Fall runterziehen lassen, denn wenn wir jetzt gegen Gladbach gewinnen, dann stehen wir auf einmal verdammt gut da in der Liga bei noch 4 übrigen Partien. Es könnte halt wirklich der Meistertitel werden und im DFB-Pokal ist auch noch sowas von alles drin, denn wenn wir gegen Wolfsburg gewinnen, dann stehen wir im Finale. Bevor wir dabei reingehen, möchte ich mich ganz kurz um eure Kommentare kümmern. Einige meinten, dass ich Martel anstelle von Kosunu aufstellen soll, aber Kosunu ist aktuell besser, deshalb sehe ich da nicht wirklich einen Grund, das umzusetzen. Dieser Olivier da hat euch interessiert. Der Kollege ist für viel Geld zu Liverpool gewechselt und warte mal, hier ist er. Hervé Olivier, ein französischer Linksverteidiger. Das müsste ein Pre-Chan sein, weil ich habe geschaut, Mendy spielt noch, Hernandez spielt noch, der andere Hernandez spielt noch und sonst gibt es keinen französischen Linksverteidiger mit genügend Potenzial. Zu guter Letzt können wir noch kurz über die Entwicklungspläne sprechen. Ja, ich weiß, ich könnte da dauernd neue einstellen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich finde, man muss da nicht jeden letzten Punkt rausholen. Ich kann jetzt von mir aus mal wieder durchgehen und alles neu einstellen. Aber schlussendlich finde ich es jetzt nicht schlimm, wenn ich das nicht alle paar Wochen mache. Dann entwickeln die sich halt ein bisschen langsamer. Aber mein Gott, am Ende des Tages kriegen sie trotzdem Gesamtstärken dazu und dann passt das schon. Die englischen Wochen gehen halt auch nicht spurlos an uns vorbei. Ich musste schon ordentlich durchrotieren für dieses Rückspiel gegen Wolfsburg. Ich will in dieser Folge aber natürlich auf gar keinen Fall aus 2 wichtigen Wettbewerben rausfliegen. Nach dem Aus in der Europa League wollen wir im DFB-Pokal umso mehr ins Finale einziehen. Aber ihr habt ja gerade gesehen, wie heftig ich da durchtauschen musste. Also das macht es jetzt auf gar keinen Fall einfacher. Wolfsburg kommt mit Talisca. Warum zur Hölle hat er da so extrem viel Platz, Mann? Da stand unsere Abwehr wirklich so ganz und gar nicht gut auf der anderen Seite, aber der erfahrene Mann brannt mit der Führung für den FC Hansus. Das war ziemlich einfach gespielt. Der Rechtsverteidiger Weiser schickt Brandt da auf die Reise. Allein daran merkt man schon, wie hier durchrotiert wurde. Weiser ist kein Stammspieler, Brandt ist kein Stammspieler. Aber das ist eben eine intakte Truppe, die wir hier beisammen haben. Da kannst du jeden mal eben reinwerfen. Und der macht sein Ding, der gibt Vollgas. Koch. Gut, der spielt eigentlich sowieso immer. 2-0 zur Halbzeitpause ist schon ein richtiges Traumergebnis. Vor allem hatten wir gar nicht so viele Tormöglichkeiten, aber wir haben halt das absolute Optimum rausgeholt. Und dazu verteidigen wir relativ gut. Branko nimmt den einfach. 3-0, jawohl. Warum ging das in der Europa League nicht so? Dann kann ich jetzt auch in Ruhe noch mehr Leute schonen, ein paar Jugendtalenten eine Chance geben. Hahnheide und Langer sind jetzt drin. Das kann auch gut sein, dass das die einzigen Minuten für die in dieser Karriere überhaupt werden. Weil so dermaßen durchwechseln kann man dann doch nicht oft. Es steht nur noch 1-3. Ich hoffe mal, die Sache geht nicht noch nach hinten los. Den Qualitätsunterschied der Spieler merkt man dann doch schon sehr. Fernando hat eigentlich noch ordentlich
Power legt den in die Mitte zu Branko. Das 4-1 fällt nicht mehr, aber ich bin auch sehr zufrieden mit dem 3-1. Hauptsache, wir sind eine Runde weiter. Und wir sind nicht nur einfach eine Runde weiter, sondern wir stehen jetzt im Finale des DFB-Pokals. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das ist schon absolut heftig. Und hier kommt halt wirklich ein heftiges Spiel nach dem anderen. Das ist jetzt einfach Erster gegen Zweiter. Wenn wir Leverkusen schlagen, dann machen wir einen riesigen Sprung in Richtung Meisterschaft und wir gewinnen mit 3:2. Damit wächst unser Vorsprung auf 5 Punkte an. Und jetzt wartet mal kurz. Nächster Gegner ist Bremen. Ich muss das gleich mal ganz kurz nachrechnen. Wir könnten halt jetzt ernsthaft mit einem Sieg im nächsten Spiel die Meisterschaft klar machen. Die Meisterfeier gibt es ja aber sowieso erst dann im Heimspiel. Nichtsdestotrotz, macht euch bereit, denn es gibt hoffentlich gleich was zu feiern. Werder Bremen gegen FC Hansus, es geht nur unentschieden aus. Also erstmal doch nichts zu feiern, denn mit diesem Unentschieden haben wir nur 5 Punkte Vorsprung und können theoretisch noch von Leverkusen überholt werden. Aber jetzt hat Leverkusen verloren und das heißt, es ist ganz egal, wie wir gleich gegen Wolfsburg spielen. Der FC Hansus ist tatsächlich deutscher Meister. Ich meine, wer hätte damit vor dieser Saison schon gerechnet? Das war nicht zu erwarten, aber die Mannschaft hat sich so krank entwickelt. Das Spiel gegen Wolfsburg werde ich jetzt logischerweise nicht schnell simulieren. Stattdessen greifen wir auf die normale Simulation zurück, denn dann können wir am Ende der Partie ins Spiel reinspringen und die Meisterfeier genießen. Mit einem Sieg im Rücken würde es sich natürlich umso geiler feiern lassen, aber wir gehen in Rückstand. Talisca trifft und die legen sogar noch ein 2-0 drauf. Was zur Hölle ist denn gerade los hier? Das wäre natürlich schon ein bisschen schade, wenn wir das Spiel hier verlieren sollten, aber es sieht ehrlich gesagt ganz danach aus. Aber gut, die Feierlichkeiten lassen wir uns davon bestimmt nicht kaputt machen. Die 90. Minute läuft gleich und das heißt für mich, ich springe rein in die Partie. Wolfsburg bekommt mal eben noch eine rote Karte. Tor schießen wir aber leider keins mehr. Aber das ist egal, denn der FC Hansus ist hiermit offiziell deutscher Meister. Ich weiß, es passt nicht so richtig mit dem Ergebnis zusammen. Aber wen juckt das am Ende des Tages? Was für Legenden, bitte. Mensch, sehen wir da Koch, Alvarez. Es ist jetzt schon eine so dermaßen geile Mannschaft. Und ihr wisst, nächste Saison greifen wir so richtig an in Richtung Champions League Titel. Das DFB-Pokalfinale steht ja auch noch aus. Also ihr merkt, das könnte wirklich eine historische Saison werden für den FC Hansus. Da sehen wir sie, die deutsche Meisterschale. Ich habe auch extra kein einziges Mal ausgewechselt in diesem Spiel, damit so die Top 11 der Saison jetzt auch als erstes da am Start sein darf. Wobei die Ersatzspieler da ja auch dabei stehen. Hinten sehe ich zum Beispiel einen Mitchell, Weiser, Koch, unser Capitano darf das Ding in den Regensburger Himmel recken. Denn da spielen wir ja immer noch. Ey, was für eine geile Saison vom FC Hansus. Ich habe es gerade schon gesagt, die ist ja noch nicht vorbei. Ich sag's jetzt schon mal, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen da. Ich finde es auch perfekt, dass ausgerechnet jetzt am Freitag eben mein eigenes Trikot in den Shop kommt. Also heute Abend 18 Uhr, vergesst das nicht. Kleine Erinnerung an der Stelle nochmal. Komm, das müssen wir jetzt hier schon Vollgas mitnehmen. Müssen wir Vollgas auskosten, wie unsere Spieler da am Jubeln sind. Das Feuerwerk sieht man nicht so recht. Es regnet halt leider heute, ne? Und jetzt gibt's noch das Siegerabschlussfoto. Weber im Tor, was eine Maschine, Bia, Alvarez. Wir haben echt wenige Spieler aus der Realität drin, aber genau das macht so eine Karriere ja so extrem geil. Ein letztes Ligaspiel bleibt jetzt natürlich noch. Da treffen wir auf Borussia Dortmund. Das werde ich logischerweise schnell simulieren. Es geht um rein gar nichts mehr. Zumindest für uns. Wir gewinnen nochmal mit 2:1. Haben am Ende 6 Punkte Vorsprung vor Leverkusen und dem FC Bayern. Dortmund wird Vierter mit 59 Punkten. Qualifizieren sich dadurch aber für die Champions League. Top-Torjäger in der Liga wird Ocampos. Mensch ist leider nur Vierter. Ludwig unser zweitbester Torschütze. Und Koch nur der drittbeste. Ludwig auch bester Vorlagengeber. Also der ist schon richtig abgegangen in dieser Saison. Turnierpreisgeld gibt es von 90 Millionen Euro. Ja, das wird so ein dickes, fettes Transferbudget in der nächsten Saison. Und jetzt bleibt halt nur noch das DFB-Pokalfinale gegen Leipzig. Das gehen wir dann in der nächsten Episode an. Dann könnt es direkt den nächsten Titel geben. Dazu springen wir dann natürlich in die nächste Saison rein. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt in Sachen Transfers, schreibt es in die Kommentare rein. Auch in Sachen Trikots, in Sachen Stadion. Wenn ihr da irgendwas wisst, unbedingt reinballern. Seid aktiv.
definitiv in den Kommentaren unten. Wir werden uns nach dem DFB-Pokalfinale auch die Statistik nochmal genauer reinziehen. Also wer zum Beispiel die Champions League gewonnen hat und so weiter. Vergesst nicht, heute 18 Uhr geht dieses wunderschöne Trikot in den Shop. Bis Sonntag ist es dann verfügbar. Also ihr habt schon ein bisschen Zeit, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Ich freue mich über jeden von euch, der da zuschlägt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Bernd. Der FC Hansus ist deutscher Meister. Das ging jetzt ernsthaft schneller als erwartet. Gerade in dieser Saison haben unsere Spieler halt so einen krassen Sprung nach vorne gemacht. Und da sind so extrem viele Legenden dabei dieses Mal. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wer von euch die größte Legende in dieser Karriere ist.